Ah, jetzt, okay. Was denn? Ach so. Ja. Ja, ich werde ja so gleich hier noch ein bisschen hin und her machen müssen. Oh. Nicht runterfallen. Peach Kanone. So. Es läuft. Hier ist das Sieb falsch rum. Hallo, ich grüße euch. Hi, hi, hi. Mir geht's gut, Dankeschön. Holy Karibe sind 9 Inch. Es geht ja gut los. Es wird gleich gefragt, Holy Karibe sind 9 Inch. Kann er dir nicht sagen, aber zeigen. Was denn? Hat er nicht gesagt. Doch hat er. Hat er nicht gesagt. Doch hat er. Ach, Tee. Moin. Oder? Sowas gefällt dir, ne? Also die frischen Brötchen, die ich an euch jetzt versende. Nicht. What's up?
Läuft der Ton? Läuft bei mir sehr schön. Grüße von der Beko Oldenburg. Dankeschön, Grüße zurück. Croissants extra bestellt heute? Hat das auf drei Bleche aufgeteilt? Oder? So. Ich hier auch. So, next. Das heißt, ich habe alles bis auf Lauge, richtig? Ja. Und Lauge sind 40 Stangen heute. Das heißt, du machen. Auch. Moin moin. Oh, Entschuldigung. Oh. Danke. Oh. Der kam unerwartet. Der kam unerwartet, du. So, gib ihm Hard, Bro. Danke, Holzwurm, für den Sub. Moin, Amazon. Rubble, hi. Gut, ich muss ein bisschen was. Muss ein bisschen was aus dem Lager rausholen. Ich brauche dann bitte noch einen Sack, ja? Achso.
Würste hier geben. Habe ich dir erzählt, dass nach unserer letzten Schicht zusammen die Hygiene eine Stunde später hier stand? Dass ihr die Hygiene hier eine Stunde später. Ah, doch, schon. Aber alles gut. Keine Menge, beziehungsweise keine Mängel nicht. Ich muss zwei Fliegengitter im Lager austauschen. Aber sonst alles gut. Hey Knoss, schönes Wochenende. Ja. Alexa? Spiele Delta Live. Delta Live von morgen auf Amazon Music. Hä? Das ist nicht das. Alexa, aktiviere Delta Live. Delta Radio ist aktiviert. Möchtest du den Skill öffnen? Ja. Willkommen bei Delta Radio. Hier findest du zahlreiche von den Delta-Musikexperten gemachte Musikkanäle. Unser beliebtester Musikkanal heißt Delta Livestream. Möchtest du Delta Livestream, Musikkanäle oder Top 100 Kanäle hören? Delta Livestream. Du hörst Delta Livestream. So, einmal kurz die Fragen. Ich hatte ein schönes Wochenende. Ja, danke. Planet Zoo. Nee, spiele ich nicht. Weiß gar nicht, was bei dabei ist. Fanin, was los bei dir? Was ist mit dem Kaffee los? Das mit der GoPro und mit dem Kaffee funktioniert nicht. Nee, die Beko hat die richtigen Handschuhe nicht mehr. Oder nicht lieferbar. Ja, ich wusste, dass ich mit Alexa flüstern kann. Mein Lieblingsessen ist ja. Lieblingsessen? Ja. Das ist so witzig. Ich bin so witzig. Lieblingsessen? Ja. Ich schätze mal, die Stangen sind hier abgezählt, ne? Brötchen, Knoten, jetzt nur noch Stangen. Bagel, meine ich ja. Fünfundsechzig insgesamt oder so. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, vierzehn, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Kalte Pfötchen.
Das. Und. Die Pizza ja auch. Habt ihr Pizza gestern gemacht? Ja. So. Weißt du noch, wie viel ich hier eben gerade gezählt habe? 36? 36. Ja, hatte ich auch im Kopf. Komm, dieser Korb hierher. Was ist das denn für ein Korb? Ach so, war das der, der auf dem Boden lag? Ja. Was habe ich gesagt? 65 insgesamt, ne? Wenn ich 40 brauche. Dann passt das. Sein, ich habe mich jetzt vertan. Und oder verzählt. So. Bin gleich für euch da. Oder mit euch da. Ihr seid gleich mit mir hier. So. Das kann man erstmal so. Hi. Sven McCall, danke schon für den Sub. Can you talk Spanish in this channel? No. Mods, ist der Follower-Modus drin? Irgendwas komisch. Ja. Pavel und sah in der Backstube geheiligt werde dein Name. Dein Stream komme. Dein Wille geschehe wie in Kiel so auf Twitch. Unser tägliches Brot gib uns heute, denn dein ist der gute Geschmack und der Genuss und die Lauge in Ewigkeit. Amen. So.
3, 4, 6, 8. Zwei, vier, sechs, acht. Zwei, vier, sechs. Oh, warum bist du sauer? Alter, Leute. Arme. Das stimmt. Ah, grundsauer, deswegen. Nein, ich. Grundsauer ist ein Begriff aus der Bäckerei. Das hat nichts mit meiner Laune zu tun. Nein, 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 nein. Nein. Okay. Passt doch. Grundsauer ist das, was zu einem Sauerteig dazu gehört. Das hat nichts mit meiner Laune zu tun. Okay, vielleicht doch Titel ändern? Ich denke jetzt, warum schreiben Sie, warum bist du sauer? Ich habe den Stream einfach grundsauer genannt. Und halt nicht bedacht, dass viele Leute ja gar nicht wissen, was das heißt. Oh, ja, das ist so ein bisschen, Moin, moin. Okay, über wie viele freie Stellen reden wir? Also wir haben derzeit 1500 Stellen unbesetzt und das ist auf Schleswig-Holstein verteilt. Da haben wir jetzt aber auch noch die Möglichkeit, diese Stellen zum Suchenden sozusagen zu vergeben. Mhm, okay, und wo kann man sich da am besten informieren? Also es gibt viele Möglichkeiten, sich im Internet zu informieren. Da gibt es einmal die IHK-Lehrstellenbörse im Internet, wo freie Ausbildungsplätze auch regional zur Verfügung stehen. Und ganz aktuell seit August das Azubi-Match-Portal ausbildung-jobs-sh.de. Und da kann man ganz unkompliziert über seinen eigenen Browser Gesprächstermine mit Unternehmen vereinbaren, auch ganz kurzfristig die derzeit noch Ausbildung haben und junge Menschen suchen. Ausbildung-sh.de, damit du nicht muss wissen, ich kann es nur aus einer. Wieso? Hi, 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 hi. Gerade so gerettet heute. Achso, das Blech, ja. So. Next Level. Was ist das hier? Wieso haben wir hier so ein Riesending mit Papier? Fängst schon mit dem an? Das heißt, ich muss gleich schieben, damit das passt. Und... Was? Ja, ich mach das gleich schon. Paragliden. Was hier ist? Ei? Okay. Oh. Käse? Ja, das hat er gestern auch gesagt, aber ich weiß nicht, ob ich vorne vielleicht was geholt habe. Dann hoffe ich mal, dass du heute genug bestellt hast. Bringt Dings auch ein bisschen Mehl? Ja? Nee. Ah, reicht. Ja, das sind ja noch zwei Säcke. Hast du ja alles abgewogen, Ari? Hefeteig und Brötchen auch. Was wollte ich jetzt? Pinsel. Pinsel habe ich da. Noch zwei Eier. Kann ich dir geben, wenn du möchtest. Die zweite Waage jetzt hin? Da unter dem. Habt ihr schon ausgepackt oder? Ja, also die war schon. Ich hab's also nicht mitbekommen, dass die aus der Kohle dann immer. So.
So. Was geht? Was los? Ihr wollt doch paragliden. Ah, wie lange arbeitet ihr denn so? Ich hoffe, dass wir heute um 5 fertig sind. Das heißt, er fängt damit an. Das heißt, ich muss das hier schieben. Was? Inga hat Urlaub? Ja. Inga oder Andreas? Achso. Achso, schön. Hat sich ja schon mal einen Tag vorher Urlaub genommen, in dem sie verschlafen hat. Hat sich ja schon mal einen Tag vorher Urlaub genommen, in dem sie verschlafen hat. Achso, nee. Wie kann der hier rein? Kleine Gude. Und dich machen wir die Sache zu Antonia. Lecker 1. Wer geleitet wohin? Müssen Teiglinge vor dem Backen vollständig aufgetaut sein? Ja, sie müssen sogar rasch geworden sein. Moin Ralf. Erik, vielen Dank für die 100 Bits. Erik, Rausi. Rausi Mausi. Wochenende war an sich gut, ja. Bisschen was erledigt bekommen.
mein Vater war zu Besuch, sodass das eine Auto ja auseinandergenommen ist, weil das Ersatzteil war falsch, deswegen ja. Ist das nicht komplett fertig geworden, aber dass die Autos alle weg können. Ja. Zu kurz, oder? Ja, genau. Meine Frau musste ja arbeiten, deswegen hatte ich ja die Kids sozusagen. Und also ich habe gearbeitet, ne? Also ich habe nicht wirklich ausgeruht. Ich habe hier im Büro Rechnungen gemacht, die halt fehlten und so weiter. Oder die noch gemacht werden mussten. Heute kommt die Beko, ja. Ich habe Spätschicht kommende Woche. Trauriges oder gutes Smiley. Giveaway. Was für Handschuhe brauchst du? Mal schauen, ob ich hier. Nee, ich habe schon eine Alternative gefunden. Wir haben jetzt einfach. Ich mag halt keine Vinylhandschuhe, weil die einfach bei mir, bei meinen Händen immer reißen. Ich brauche was mit Latex und jetzt haben wir so diese schwarzen Handschuhe, diese Tätowiererhandschuhe. Ich vermisse den Logan-Song zum Start. 14 bis 22.15 Uhr. Wollt ihr einmal den Logan Song? Moin Grundsauer, was ist denn da los? Also, scheiße, ich glaube, ich muss den Stream benennen. Grundsauer ist der Sauerteig, den man zusetzt, um den Sauerteig neu anzusetzen für den nächsten Tag. Und ich wollte als Streamtitel, mir ist nichts eingefallen, dann habe ich mir gedacht, ich nehme etwas aus dem Backhandwerk. Aber wie es aussieht, sorgt das für sehr viel Verwirrung. Ist doch noch nicht laugig, oder? Dann bekommst du Jobanfragen. Ja, ich brauche Jobs. Ich brauche nicht Jobs, ich brauche Leute. Dann nennen ihn alles gut. Aber das witzig ist ja, wenn ich jetzt ihn umbenennen würde von Grundsauer auf Vollsauer. Ah, Anstellgut, nicht alles gut. Achso, ja, stimmt, Anstellgut geht auch. Ich wusste, dass du das meinst. Ja, danke schön. Siehst du. Conny, danke schön für dein Prime-Sub. Conny, ich habe deine Nachricht gelesen, aber man. Ich weiß gar nicht, genauso, Tobi. Ich kann das, glaube ich, gar nicht machen, dass man auch was donaten per Sofortüberweisung kann. Grund Sauerkirsch. Hey Knus, I like you as a human. Thanks. I think thanks. Yeah. Sauerkraut-Schokobrötchen, ja, die haben wir immer im Oktober im Angebot, Alter. Was? Nein. Kürbisbrot kommt bald. Habt ihr Bock auf Kürbisbrot?
Mach dich zur Königin von Ghana. Läuft, Alter. Curves. Stuten ist mega geil. Ja, heute sollte das Kürbisfleisch, weil wir haben es mit so Kürbiswürfeln drin, ankommen. Und dann kommen die Christstollen. Christstollen kommen nächsten Monat. Genau, und dann sollte das mit dem Brot losgehen. Mit dem Kürbisbrot. Ich verliere immer alle meine Brote. Dann kommt wieder Kreppel. Was sind Kreppel? Berliner kommen nach den Herbstferien oder während der Herbstferien irgendwann, und das heißt auch Anfang Oktober. Ja, Berliner ist im Norden geläufig. Ich habe die Woche 14 Bot-Attacken mit Karls Übel gerade. Was für eine Scheiße. Krapfen mit Leberkäse und süßem Senf. Krapfen mit Leberkäse und süßem Senf. Apropos Leberkäse, sammeln wir auch immer wieder nicht schlecht, ne? Ist ja schon fast wieder Oktoberzeit. Oktoberfestzeit. Ja.
Die Wiesen finden dieses Jahr eh nicht statt wegen Corona. Ja, ich weiß. Servus, grüß dich miteinander. Rosa Chicken, vielen Dank für deinen 12. Monat. Ehre. Stufe 3. Triple-Ehre. Ist er da? Hast du was von Chicken gehört? Weil ich hab dir mal geschrieben. Ah. 12. zum 2. 12. zum 2. Was? Doch, ist wieder da. Hab schon einmal 12 gesappt. Echt? Hi Scotchy, ich grüße euch. Empathietag, Dankeschön für den 8. Monat. Hi. Ihr seid ja alle super fleißig. Vielen, vielen Dank dafür. Meine Frage nebenher, das Brötchen und den Kaffee, kriege ich den Rabatt oder was ich das mit meinem eigenen Markt bezahle? Aber auch mal die Live-Konzerte wieder hoch. Ja, richtig gehört. Von wegen Kieler Woche nur online. Passt mal auf. Hey, am 13. September bin ich ja wieder in Kiel unterwegs, ne? Bei Delta Radio auf der Kieler Wochenbühne. Ey, ich bin schon ganz aufgeregt. Ich freue mich schon. Dieser MC Fitti, ne? Und dann könnt ihr auch ein paar Tickets gewinnen. Also Bock drauf? Der kommt ja immer wieder irgendwie auf irgendwelche Konzerte. Aber so wirklich im Radio oder so hört man den nicht, oder? Bin ich falsch. Bei den Orsons dabei sein. Fett, oder? Also, für die Tickets klickt einfach mal. Boah, Alter. Alter. So. Doch, auf Big Cian. Schweizer Preise. So, ja, das ist also nicht Spaß, wird natürlich alles zu vollem Preis. So. Ich hasse Handschuhe über alles. Ey. Moin, so voll wieder ein Brot aus dem Tiefkühler geholt, Paket, mit der diese Woche kam. So lecker. Das freut mich, Chris. Moin, habt ihr Käsebrötchen nachgemacht? Das freut mich, das ist auch schön. Und sind richtig gut geworden. Sehr gut. Das Bakotier kommt. Letzte Brot oder? Dann gib doch Gas, scheiß drauf. Der ist doch noch gar nicht da. Dann können wir den gleich reinstellen. Was kommt da noch? Ich
Das ist alles okay. Was macht der denn heute hier, Alter? Nochmal danke, dass du nachher so mal fandst und Cookies waren dann auch richtig genial. Das freut mich, Scotchy. Das freut mich sehr. Ich mag eigentlich, keine Ahnung, nicht ganz so dunkle Schokolade, aber auch zartbitter. Ist Latz. Okay. Der kommt gleich. Oh, hier passt ja gar nichts dazwischen. Hier gleich ran. Ist was fürs Café? Alles? Nein. Ja, ich hole das Auto hierher, dann ist das einfacher. Und Käse nur einmal? Was meinst du? Ne, wir haben nur einmal Käse da, deswegen gucke ich fragen. Hau das Auto vor, dann kann ich das schnell einpacken.
Tschüss. Den Laden.
gescheitert war, dass das kam Handy hier rein mit dem Kopf und die Bestellung drin war vom Café. Da haben wir noch gefragt, ob das Mensch nicht hier angekommen ist, was die uns haben wollten oder so. Aber wahrscheinlich alles. Ich hatte mich nur gewundert, warum in den Kopf dieser Bestellschein ist. Hä? Aber dann fehlt der ganze Aufstieg oder? Ungefähr 10, 20, 30, 40 Pakete Aufschnitt, Kuchen, Stiegen, alles. Weil komplette Bestellung. Nicht durch? Ja, weiß ich nicht. Aber ich habe noch vor meinem Ort hier. Auf dem Kopf und den Teig in der Hand, backt für euch nonstop. Am Ofen, mein Gott, wer regiert hier das Brot? Alle wissen doch, es ist der Bäckermeister von Kiel. 4 in den Chat, 4 in den Chat. Die Mandelhörnchen ist uns keiner im Ich muss da einer Schule anfangen und die Sachen packen, aber die haben die Aufgabe, die Kopfhörer.
Ja. Plus, 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 plus. Ihr seid spitze.
Hallo, hallo, hallo. Geht der Ton oder nicht? Ton da. Hashtag Grundsauer. Ja, vielleicht lasse ich den Titel doch mit dem Grundsauer. Jetzt würde ich den Titel ändern in Vollsauer. Jetzt wird das weiter. Ey, das Ding ist, das ist so viel Stress nachher. Was? Muss halt länger laufen lassen, dann geht's. Kannst du mich eventuell nach Ottendorf fahren bei Feierabend? Ja. Es gibt nach wie vor gute Gründe für diese Pipeline, die ganz immer das hier gerade an die Richtung. Ja, es ist hier nicht weit. Es sind 3 Kilometer. Das sagt der Ministerpräsident. Was? Der Kölner Stadtanzeiger. Er will innerhalb der durch die Corona-Krise gebeutelten Gastrobranche unter die Arme greifen und die Kosten sofort der Hotel- und Gaststättenverband hatte angesichts der Corona-Krise ein Ach, Leute. Könnte so einfach sein. Sind drei Nächte hintereinander komplett ausgehärtet. Dicke Luft oder warum der Titel? Nein, der Titel. Der Titel hat was mit Sauerteigführung zu tun. Es sind Linksextreme, die sich hier mit übler Gewalt vergehen an Sachen, an Polizistinnen und Polizisten, denen wir den Rücken stärken. Wenn wir die rechtliche Möglichkeit haben, werden besetzte Häuser innerhalb von 48 Stunden geräumt. Das ist in Leipzig passiert. Und die starke Polizeipräsenz hat ja auch deutlich gezeigt, so geht es nicht. Und die ersten Menschen sind uns abgebaut und werden hoffentlich jetzt bald auch. Das einjährige Kind, das bei dem Unfall mit einem Dienstwagen von Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann verletzt worden war, ist gestorben. Das Kind erlag seinen schweren Verletzungen, teilte das Polizeipräsidium Heilbronn mit. So, Formel 1. Pierre Gasly hat überraschend den großen Preis von Italien gewonnen. Im Alpha Tauri siegte er in Monza vor McLaren-Pilot Carlos Sainz und Lance Stroll im Racing Point. Sebastian Vettel in Verlachen kam gegen eine wird der Sauerteig schwarz, dann wird der Paragon so, ja. Schauer bei 17 bis 19 Grad in der Spitze. Die Tage darauf wird es ein wenig wärmer, aber auch überwiegend grau und zeitweise Regen und Schauer. Auf der A24 Hamburg Richtung Schwerin. Zwischen Rheinweg und Witzhafen. Da fehlt wieder die Salami. Also, ich kann euch ja mal aufzählen. Es fehlt Salami, es fehlt Kochschinken, es fehlt roher Schinken. Es fehlt Mozzarella. Es fehlt Gouda. Es fehlt Brie. Alles. Leider, leider alles. Wie soll man so arbeiten, wenn es fehlt? Ja, das verstehe ich auch nicht. Ich verstehe auch jetzt nicht, wo der Fehler liegt, weil ich bin mir sicher, ich stand am Freitag, da waren sogar hier, die Kölner waren doch sogar da. Da habe ich doch ganze Zeit hier rumtelefoniert mit der Kasse. Und da hat. Irgendwas hat er doch. Da hat meine Verkäuferin noch die Bestellung gemacht. Wieso fehlt so viel? Ja, das wüsste ich gerne, das weiß ich nicht. Genau, Kuschel war ich. Da war ich doch am Freitag noch am Hin- und Herrennen die ganze Zeit, weil das mit der Kasse nicht stimmte. Und halt dann rumtelefoniert.
Kein Hefepfann-Hack bei euch? Kein Hefepfann-Hack bei euch? Was ist das? Stimmt euer Käse täglich auf den Cent genau? Krass. Das gleiche wie Birko. Ne, das haben wir nicht. Das stimmt, war wieder stressig am Freitag. Ja. Und jetzt am Montag wird es gerade noch sehr viel stressiger gerade. Morgen ist der Ausstream, oder Pavel? Ja, morgen ist Ausstream. Also, liebe Grüße geht an die Mama, die Tante und die Oma von Rosa Chicken raus. Weil andere Damen würde er nicht kennen. Falls du das meinst, Rosa Chicken. Moin, mein Wecker. Oh, Alter. 6 Tonnen. Designer. Ja, läuft. Ja, das passt. Ich muss ganz dringend ein paar Sachen kaufen. Da wollte ich ganz kurz fragen, ob Sie das überhaupt führen. Ja. Und zwar habe ich mir gedacht, ich kaufe mir lieber einen Tiroler. Der steht mir so gut. Der steht mir so gut. Ah, die Pferdebegrüßung. Ja. Kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hollari, hollari, hollari. Was brauch ich rote Rosen? Was brauch ich roten Mohn? Hollari, hollari, hollari. Und wenn ein Bösewicht was ungezogen spricht, dann hol ich meinen Kaktus und jetzt sieht er. Einen Kaktus haben wir nicht, nein. Aber Schuhe haben sie. Schuhe haben wir. Weil momentan habe ich nur ein Paar Schuhe. Deshalb stehe ich morgens immer vom Kleiderschrank und dann heißt es für mich Barfuß oder Lackschuh, alles oder nichts. Ja. Leg ich mir den Sack zu oder komm ich aus. Alter, ich krieg noch Rappel. Harald Junke? Ja. Ich hätte gern was gekauft von diesem Mädchen. Ach, die hat immer gesungen, ich hab ein buntes Haus, ein Äpfchen. Und ein Pferd. War das Pippi Langstrumpf, kann das sein? Das kann ich Ihnen auch nicht sagen, das ist schon ein bisschen näher. Komme ich denn da mit 100 Euro bei Ihnen hin? Das ist eine gute Frage.
Mehr habe ich ja nicht. Ja, das weiß ich nicht. Aber wissen Sie was, denn behalten Sie den Zettel für sich, dann schenke ich Ihnen die 100 Euro, die ich hier zu liegen habe, einfach so. Nein, brauche ich auch nicht, nein. Nicht. Doch, Sie waren nämlich gerade Kandidatin bei Grüßen ohne es zwischen Deutschlands Kreis zu Wahlen. Ja, das ist ja schon. Viel Spaß mit der Kugel. Ja, das ist schön. Tschüss. So. Also, kann mir jetzt jemand sagen? Also, wenn es nicht zu viel wäre, ist geil. Was? Die lachen sich gerade kaputt. Was guckt ihr ins Stream? Warum seid ihr nicht im Pool, Alter? Also Chicken, ne? Hast du einen Sekt aufgemacht denn zumindest? Oder bist du eher so der Biertrinker? Du müsst wissen, ne? Chicken ist hier so ein richtiger Angeber mit seinem Geld und so. Und so, er sagt so, boah, tschüss, bei mir, es läuft richtig, ja. Ich habe mir ein Abt Golf 7 gekauft. Mein Pool ist ungefähr 2,10 Meter tief. Wie viel Grad, weiß ich nicht. Ich kann nicht. Doch einfach das Lauge Lied. Was? Das Lauge Lied? Also, für Chicken mache ich das. Wollt ihr einmal das Pferdchen hören? Wenn ihr einmal das Pferd hören wollt, brauche ich von Chicken irgendwie eine Bestätigung. 4 in the chat, 4 in the chat. Chicken ist der Geist. Nein! Das Ding ist so, für uns kommt Chicken reich vor, ne? Und aber für die Schweiz, wo man alles mit Gold, mit Goldunzen bezahlt, ist das halt nicht viel. Für deutsche Verhältnisse ist das halt einfach viel. In der Schweiz ist Chicken einfach nur gesunder Mittelstand. Wäre mir echt zu lästig mit Gold. Ja, oder schwarze Visa geht auch, ne? Legendäre Visa-Karte, man kennt sie ja. Alle mal das Chicken-Emote in den Chat. Warum grundsauer? Weil der voll sauer noch nicht fertig ist.
Wobei, der war schon kurz davor vorhin, ne? Ist das jetzt komisch, wenn ich dir erzähle, dass Rosa drei Chicks bei sich hat? Ja, das hat er nicht aufgeklärt. Ich habe gedacht, Mama, Tante und Oma, aber er meinte, die wollen das Pferd hören. Du könntest denen ja auch mal zeigen, wie man rausholt. Grundsauer. Ich weiß nicht, ob ihr mal ein Konzert von Clean Bandit gesehen habt. Das Interessante ist ja, es gibt Grundsauer. Was geht da? Grundsauer ist eine Sauerart von einem Sauerteig für Roggenbrot oder Roggenbrötchen oder Roggengebäck. Warum ist das so? Yeah, I think that was a big thing for us actually. We didn't, when it's on, when we're on stage, we're all performing together and it's like you need to feel kind of united as a team. And ja, und das ist auch wichtig für uns. Wenn wir auf der Bühne sind, dann treten wir zusammen auf. Wir müssen uns als eine Einheit fühlen, als ein Team. Ja, diese Röllchen, das werden Laugenstangen. Ja, das ist Team Bandit und der Rest sind die anderen, damit es klarer ist. Was ist jetzt los? Alexa, wie lange noch? Ist jetzt gerade fertig, oder? Ja. Hat er bei dir mal wieder gestellt? Ja. Alexa, zu uns ist das aber falsch. Wir zeigen eine riesen Live-Show mit verschiedenen Menschen und Charakteren und wir wollen keine Separierung. Heute mega lecker, das freut mich sehr. Es wäre nicht richtig für die Musik. Brace macht einen tollen Job am Cello und Steph an der Geige und die Mädels sollen die Show leiten und präsent sein. Das ist auch Girls. Need to be kind of up at the front leading the show. It'd be weird. Yeah, and they need to be just as important. Yeah, we should be in the shadows. Ist das nicht ein bisschen unfair? Ich bin für Cookies. Ich habe letztens in deinem Video gesehen, du bist mir fremdgegangen mit Cookies. Da waren irgendwelche Lidl-Cookies oder so am rumliegen. Marc. Das war ein Team Bandit für uns in Delta Radio Music Spezial. Und jetzt als Freitag gibt es wieder einen spannenden Künstler für euch. Ich glaube, auffüllen ist bei der Menge. Also, ne, wenn du es. Wenn du so nur ein bisschen isst, dann kannst du auch zu 180 Gramm abwiegen, aber. Natürlich, das einfach wieder. Ja, genau. Aber abpressen, auffüllen, gut. So. Fertig, sagst du, war das Brot. Das heißt, wir können Brot schieben.
ist da. Zur Seite mit dir. Oh ja, die sind gut, Alter. Alter, nicht auf die Fresse fliegen. Nicht auf die Fresse. So. Schablone. Messer. Fäsli habe ich. Dinkelbrötchen hat sie ja nicht. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber auch nicht gesehen. Aber wirklich gut, Spaß beiseite, 95 Cent. Platz ist nicht da. Vier, fünf, eins, drei, vier. Thank you.
fick dich, fick dich, fick dich! Das gibt es doch nicht. Diese Drecksmistviecher. Oh, nee, nee, nee. Nichtsdestotrotz, das wird ein schöner Tag. Es läuft heute nicht alles schief. Nein, nein, nein. Ganz ruhig, ganz cool. Warum? Was ist passiert? Das Blech, ach, ist egal. Das Blech ging nicht so, wie ich wollte, in den Sticken und ging sozusagen unter die Auflage und dadurch, ja, hat es das Brot ein bisschen gequetscht, aber alles gut. Das klingt nach Human, ja, ja. Viel schlimmer ist das mit diesem Aufschnitt. So.
Ich habe die Brötchen noch gar nicht gelaufen. Upsi, die Croissants meine ich. So, ich hole mir kurz was zu trinken. Vielleicht wird das ein bisschen anregend. Hast du noch eine weiße Schüssel? Ja. Pizza hast du schon auch rausgeholt, ja. Ja, 3, 4 sind da noch. Bei 20 kannst du auch gucken, dass du alle auf einen machst, ne? 4x5. Da sind es mehr als 20. Was? 23.000. So. Wollte mir kurz was zu trinken holen. Das wird kurz abgewaschen. Auf euer Wohl. So. Next, Lauge. Ein kaltes Kölsch, Pavel, ja. Das wäre gut, aber... Hab so Angst, dass ich im neuen Zustand heute mich dann selber backen will. Wassermarsch. Zeitgeist. Auf dein Wohl. Karashi, Dankeschön, gute Nacht. Das ist doof. Max. Selber nicht mehr, Mann. Loben, ich bin angefangen bei dir zuzuschauen. Da hattest du 30 Zuschauer, ist ja fast schon über 300. Dankeschön, Axa TV. Dankeschön. Danke, danke, danke. Wobei die Montage in letzter Zeit, beziehungsweise Sonntagabende, sind nicht so meine Streams. Muss ich echt sagen. Ich glaube, letzten Montag war auch so ein Katastrophenstream. Geht nur alles schief irgendwie. Wenig Schlaf. Mir geht's an sich ganz gut. Dankeschön, nein darf. Sonntags und Montag. Ich streame doch dienstags auch immer. Ne, ich war nicht beim Friseur.
Hab nur Gel in den Haaren. Das macht einiges aus. Wieso ziehe ich die Handschuhe aus? Tobi, wir streamen doch dienstags auch mal. Dann halt Mittwoch statt Sonntag. Nee, das geht nicht, weil da ist Mike da. Ist schon alles gut, Tobi. So wie es ist. Es muss auch solche Tage geben. Dagegen. Er möchte nicht im Internet auftauchen. Er mag Social Media Sachen allgemein nicht. Deswegen ist er auch immer so ruhig. So, let's go. Let's go, der Hase. Habe ich nicht gefettet wieder, ne? Ich Dura gebläht. War Mike der von Dieter? Nein. Mike ist der, der immer dienstags im Stream ist. Ja. Ja, so ein bisschen ist ja da, ne? Noch was über ist, aber es reicht halt nicht. Ansatzweise. Also je schneller wir fertig sind, desto besser. Das Ding ist ja, der Laden macht ja auch nicht vorher auf, also ich kann ja nicht vorher zum Metro. Was? Ja, Metro, was soll ich sonst machen? Oder macht irgendetwas bevor Metro auf? Macht irgendein Laden schon um 6 auf? Was? Ja, ja, die kommen ja nachher auch. Ich weiß gar nicht, wie das mit City ist. Die haben ja so einen gewerblichen Eingang.
Dafür habe ich auch eine Karte, ob die früher aufmachen. Kann sein, dass ich euch mitnehme, aber kann ich jetzt gerade nicht versprechen. Je nachdem, wie stressig es nachher wird. Aber ich nehme euch auf jeden Fall nicht zum Metro mit rein. Das mache ich nicht mehr. Ganz ruhig. Achso, bis auf rein. Okay, das habe ich falsch verstanden. Seht ihr, macht erst um 8 Uhr. Verdammt. Kann einmal kurz gucken. Metro in Kiel. Dead Alex, dankeschön für den Raid. 56 Leute, herzlich willkommen. Was habt ihr gemacht? Kannst du einmal Follower-Modus rausmachen? Nee, kein Ärger, aber die Bitte, das nicht mehr zu machen. Öffnet um 7, ja. Gerne auf dem Display an der Wand einblenden. Was ich gerne auf dem Display an der Wand einblenden möchte, das, was wir da. Boah. Jetzt überforderst du mich. Ich muss mir das nochmal ansehen, weiß ich jetzt nicht, dieser. Oh, leck mich am Fuß, Alter. Ja, die ganze Zeit, das ist zum Kotzen, ist das doch. Leoniden, Bruder. Schicken wieder der Proll, Alter. Ach, mein scheiß Fuß ist wieder offen. Es öffnet sich, glaube ich, gerade wieder und es tut gerade extrem weh seit ein paar Tagen. Muss halt zum Arzt. Muss heute einen Termin machen. Nicht Fuß, Bein, also ja. Ja. Ich muss zum Arzt. Mit dem Auto, Jungs. R8 wäre schon geil. Aber Chicken schätze ich so ein, weil der R8 gehört bestimmt der Mama. Ist das ein Spider? Papa, verdammt. Okay, Papa, also doch kein Spider. Aber vor 10, ja. Vor 10, was anderes habe ich auch nicht erwartet. Ich habe schon wieder ganz oft nicht gefettet, glaube ich, oder?
Kuschelweich, gute Nacht. Doch, hast du eigentlich gefettet? Habe ich? Okay, gut. Ich hatte das nicht mehr so auf dem Schirm. Alles gut eingespült. Sag ich Taurus, moin. Wir haben so einen verwöhnten Schnösel in der Stadt, der hat einen 911er als Erstauto hat. Weil, lass mich raten, dein Bruder? Muah, hat er nicht gesagt. 911er als Erstauto? Ist aber unverantwortlich. Hätte ich den Cayman als Erstauto, geht ja noch, aber 911er? Hab nur eine Schwesterpaar. Ja. Selbiges Leid wie ich. Chicken. Hab auch nur Schwestern. Bitte schick nie ein Foto deiner Schwester an Holika. Niemals. Quantaga! Quantaga, was hast du schon denn? Hast du schon dein, wie heißt dieser Tesla SUV? Hast du schon deinen Cybertruck? Aber der hat doch gar keine Kupplung. Was ist denn jetzt da los? 918 Spider als Erstauto. Oh ja. Werden die schon ausgeliefert? Nee, ne? Cybertruck ist irgendwann 21, 22, achso. Ich will ja nicht zu anspruchsvoll sein. Ne, 918 Spider geht voll durch. Maserati sind schlechte Autos. Sind nicht schlechte Autos, aber es gibt bessere, ne? Wollen ja hier niemanden schlecht machen, ne? Bist du noch drüben, Quantaga? Oder bist du zurückgekommen in das DACH-Land? Immer noch L.A.? Da ist gerade die Hölle los, oder? Das ist gut. Ich habe Holika schon ein Energy gegeben. Holika hat einen schon im Kühlschrank stehen. Also zu spät, du. Du. Du unverschämtes Gör, du beschuldigst mich hier. Ich würde meine Mitarbeiter mobben.